Sicherheit ist für uns keine Frage des Antriebs. Sie ist eine Selbstverständlichkeit. Sicherheit fängt mit einem guten Gefühl an und mündet in Vertrauen. Mein Name ist Matthias Struck und ich arbeite als Ingenieur in der Fahrzeugsicherheit bei Mercedes-Benz. Ich bin Katharina Kupferschmid und arbeite als Ingenieurin in der Entwicklung der Fahrassistenzsysteme. Der EQS wird ein neues Segment prägen. Er verkörpert nicht nur den Luxus, sondern auch die Sicherheit eines Mercedes-Benz. Wir wollen mit dem EQS zeigen, dass E-Mobilität und Sicherheit zusammengehören. Der EQS steht auf einer ganz neuen, reinen Elektroplattform. Und deshalb konnten wir auch die Sicherheit ganz neu angehen. Wir wollen mit dem EQS zeigen, welche Chancen im Wandel liegen können. Die Karosserie wurde konsequent für den Elektroantrieb ausgelegt. Das Herzstück, die Batterie, ist in einem gut geschützten Bereich unter der stabilen Fahrgastzelle. Dafür haben wir speziell für Elektrofahrzeuge entwickelte Crashtests durchgeführt. Bei einem schweren Unfall schaltet der EQS das Hochvoltsystem automatisch ab. So liegt nach kurzer Zeit außerhalb der Batterie keine kritische Spannung mehr an. Der EQS kann sogar während des Ladens einen Aufprall erkennen und als Schutzmaßnahme den Ladevorgang abbrechen. Die, die hier arbeiten, wollen das Beste erreichen. Und alle streben danach, dass unsere Systeme Unfälle im Idealfall vermeiden. Unser Fokus liegt auf realen Fahrsituationen. Für den Fahrer kommen die Gefahren häufig überraschend. Umso wichtiger, dass die Reaktionen des Fahrzeugs intuitiv nachvollziehbar sind. Das schenkt Vertrauen und ein Gefühl von Sicherheit. Wir haben jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Sicherheit. Mehr als 60 Jahre Crashtests und mehr als 50 Jahre Unfallforschung. Viele Erkenntnisse daraus haben uns geholfen, dem EQS das Mercedes-typische Sicherheitsniveau zu verleihen. Alle Fahrzeugfunktionen werden umfangreich erprobt, getestet und abgesichert. Sowohl in Simulationen als auch in realen Fahrzeugen. Uns ist es sehr wichtig, dass wir unsere Tests an der Realität orientieren. Wir nennen das Real-Life-Safety. Ein Gedanke lässt uns nicht los. In den Fahrzeugen sitzen in der Realität Menschen, keine Dummies. Jeder von uns kann täglich in eine Gefahrensituation geraten. Alles, was wir tun, kann Leben retten. Wir können keine hundertprozentige Sicherheit versprechen. Aber wir können von Modell zu Modell noch besser werden. Und das haben wir in unserer langen Geschichte immer wieder bewiesen. Dieses gemeinsame Ziel schweißt uns zusammen. Wir loten mit unseren anspruchsvollen Testszenarien immer wieder die Grenzen des Machbaren aus. Der EQS verfügt über unsere modernsten Fahrassistenzsysteme. So kann der aktive Bremsassistent situationsgerecht auf bestimmte drohende Kollisionen reagieren. Falls es jemals zum Unfall kommt, wird der edle, luxuriös gestaltete Innenraum zum Überlebensraum. Und für uns hat diese Sicht auf die Fahrgastzelle die oberste Priorität. Sicherheit geht über Luxus hinaus und muss eine Prämisse sein. Beim seitlichen Aufprall gibt es nur wenig Platz für Deformationen. Die Fahrgastzelle muss daher besonders stabil sein. Und da kann das Batteriegehäuse sogar versteifen und die Sicherheit erhöhen. Wenn du siehst, was die Sensoren alles erkennen können und wie die Fahrassistenzsysteme darauf reagieren, wie am Ende alle Sicherheitskonzepte zusammenspielen,
dann kommt trotz all der Anspannung echte Freude auf. Mit der Elektromobilität haben wir alle Neuland betreten. Und es ist umso befriedigender zu sehen, dass der EQS alle Anforderungen an die Sicherheit erfüllt. Unfälle kann man nie ausschließen, aber unser Anspruch ist es, dass wir allen Verkehrsteilnehmern ein möglichst hohes Sicherheitsniveau bieten. Dafür wollen wir bei Mercedes-Benz weiterhin vorangehen. Der EQS symbolisiert alles, wofür wir stehen. In der Vergangenheit, im Heute und auch in der Zukunft.